dadurch, dass in dem Gutachten gezeigt wurde, dass ausnahmslos alle Vorgesetzten, Bischöfe und Generalvikare vertuscht haben in München, ist klar geworden, dass da ein systemisches Problem ist, dass der Klerus nicht mehr so wie bisher allein entscheiden kann, sondern dass offen und transparent alle in der Kirche ihren Beitrag zu leisten haben.